Der Autokonvoi jagte durch die Straßen von New York. Es war Vormittag, doch die Wagen rasten durch die klatschnassen Straßen, schossen über eine Kreuzung nach der anderen und bekamen auf dem Weg zur Stadt hinaus jedes Mal grünes Licht. Die Ampeln mussten voreingestellt worden sein, wie es der Fall war, wenn der Präsident New York einen Besuch abstattete, dachte Race. Aber dies war kein Präsidentenkonvoi. Der Ausdruck auf den Gesichtern der Menschen auf den Bürgersteigen besagte alles. Dies war eine andere Art von Wagenkonvoi. Keine edlen Limousinen, keine wehenden Fahnen. Nur zwei schwarze, schwer gepanzerte Humvees, die sich inmitten einer Reihe olivfarbener Wagen einen Weg durch den strömenden Regen bahnten. Mit seinem Leibwächter neben sich, dem Ohrhörer und dem Kehlkopfmikrofon starrte Race aus dem Fenster des dahinjagenden Humvees. Nicht viele Menschen konnten von sich behaupten, das Erlebnis gehabt zu haben, mitten in der Vormittags-Rush-Hour problemlos aus New York City herausgekommen zu sein, dachte er. Es war eine merkwürdige Erfahrung, irgendwie außerweltlich. Allmählich fragte er sich, wie wichtig diese Mission war. Er öffnete den Ordner, den Nash ihm gereicht hatte. Zuerst erblickte er eine Namensliste. Cusco Unternehmungsteam, zivile Mitglieder. Erstens, Nash, Francis K. DARPA, Projektleiter, Kernphysiker. Zweitens, Copeland, Troy B., DARPA, Kernphysiker. Drittens, O'Connor, Lauren M., DARPA, theoretische Physikerin. Viertens, Chambers, Walter J., Stanford, Anthropologe. Fünftens, Lopez, Gabriela S., Princeton, Archäologin. Sechstens, Race, William H., NYU, Linguist. Militärische Mitglieder. Erstens, Scott Dwayne T., United States Army, Captain. Zweitens, Van Leeuwen, Leonardo M., United States Army, Sergeant. Dritten, Coltrane, Jacob R., United States Army, Corporal. Viertens, Reichard, George P., United States Army, Corporal. Fünftens, Wilson Charles T., United States Army, Corporal. Sechstens, Kennedy Douglas K., United States Army, Corporal. Race blätterte um und sah die Fotokopie eines Zeitungsausschnittes. Die französische Überschrift lautete Massacre des Moines au Monastère du Haut de la Montagne. Er übersetzte Massaker an Mönchen im Bergkloster. Dann las er den Artikel, der das Datum 3. Januar 1999 trug. Gestern. Darin ging es um eine Gruppe jesuitischer Mönche, die in ihrem Kloster in den französischen Pyrenäen abgeschlachtet worden waren. Französische Behörden hielten dies für das Werk islamischer Fundamentalisten, die gegen die französische Einmischung in Algerien protestierten. Insgesamt waren 18 Mönche umgebracht worden, alle aus nächster Nähe erschossen. Und zwar auf die gleiche Weise wie bei früheren Massakern der Fundamentalisten. Race wandte sich dem nächsten Blatt im Ordner zu. Es war ein weiterer Zeitungsausschnitt, diesmal aus der Los Angeles Times. Er war vom Ende des vergangenen Jahres und die Schlagzeile lautete »Bundesbeamte in den Rockies ermordet, aufgefunden«. Darin stand, zwei ermordete Mitglieder des US Fish and Wildlife Service waren in den Bergen nördlich von Helena, Montana, entdeckt worden. Die Mörder hatten beide Beamte gehäutet. Das FBI war eingeschaltet worden. Es hatte den Verdacht, dass dies das Werk einer der lokalen Milizgruppen war, die eine natürliche Feindschaft zu jeglicher Art von Regierungsbehörde pflegten. Man glaubte, die beiden Wildhüter seien über Paramilitärs gestolpert, die illegal im Wald wegen der Pelze gejagt hatten. Statt der Tiere hätten sie die Förster gehäutet. Race zuckte zusammen und drehte die Seite um. Das nächste Blatt im Ordner war die Fotokopie eines Artikels aus einer Universitätszeitschrift. Der Artikel war auf Deutsch verfasst und stammte von einem Wissenschaftler namens Albert L. Müller. Er datierte vom November 1998. Race las den Artikel quer, wobei er rasch im Kopf aus dem Deutschen übersetzte. Es ging um einen Meteoritenkrater, der in den Dschungeln Perus entdeckt worden war. Unter diesem Artikel stand der Bericht eines Gerichtsmediziners, ebenfalls auf Deutsch. In dem Kästchen »Name des Verstorbenen« war Albert Ludwig Müller eingetragen. Unter dem Bericht des Gerichtsmediziners lagen weitere Blätter Papier, die alle mit verschiedenen roten Stempeln bedeckt waren. »Höchste Geheimhaltungsstufe.
Nur zur Ansicht. Nur für Mitglieder des US Army. Race blätterte sie durch. Die Seiten waren größtenteils mit komplizierten mathematischen Gleichungen gefüllt, die ihm nichts sagten. Als nächstes sah er eine Handvoll Memos, fast alles adressiert an Leute, von denen er nie gehört hatte. Auf einem der Memos entdeckte er jedoch seinen eigenen Namen. Es lautete: 3. Januar 1999, 22:01 US Army Internal Net 617, 5544 88211-5, Nummer 139. Von Nash Frank an alle Cusco-Teammitglieder, betreff Supernova-Mission. Sobald wie möglich Kontakt zu Race aufnehmen. Teilnahme entscheidend für den Erfolg der Mission. Erwartete Ankunft des Pakets morgen, 4. Januar in Newark, um 9:45 Uhr. Alle Mitglieder haben ihre Ausrüstung bis 9 Uhr im Transporter unterzubringen.